Da wähle ich die Bilder aus. Aha. Und bei einer Sendung? So wie jetzt? Ja. Was machen Sie dann? Da passe ich auf, dass alles klar geht. Ja, und wenn mal irgendwas nicht klar geht? Dann drücke ich auf den Knopf hier. So. Dann erscheint ein Bild. Kleine Störung. Es war sicher ein Hilfeschrei und er war auch ernst gemeint, sonst hätte ich nicht so schlimm zugeschnitten. Also, ich habe das ja wirklich sehr brutal gemacht, sehr rabiat. Und ich bin ja für den Rest meines Lebens mit der linken Hand geschädigt, schwer geschädigt seitdem. Ich hatte meinem Bruder einen Brief geschrieben, dass er Benjamin holen soll. Und da fiel mir dann eben, als ich so durch den Wald stiefelte mit meiner Verletzung und vollkommen verzweifelt, fiel mir ein, dass es ja Wochenende ist und mein Bruder den Brief gar nicht bekommen haben kann und mein Sohn vielleicht auf der Straße rumirrt und mich sucht. Er war damals 5 Jahre. Und da habe ich gar nicht weiter überlegt, war aber auch ein bisschen erleichtert, das gebe ich zu. Bin in die Telefonzelle gerast und habe meine Schwägerin angerufen. Gib mal her. Gib mal her. Gib doch mal. Gib doch mal. 1978. Marion ist nun Empfangssekretärin in der zentralen Bühnen-, Film- und Fernsehvermittlung. Er stand da plötzlich vor mir und guckte mich lange an, setzte sich auch hin und stützte seinen Kopf so auf, guckte mich an. Er hatte zu tun in der Agentur, aber er sagte, wenn du fertig bist mit der Arbeit, möchte ich gern Kaffee trinken mit dir. Und von dem Moment wich er mir nicht mehr von der Seite. Und ich fand ihn wunderschön. Genau mein Typ. Und eben auch seine Art. Er war sehr spaßig und sehr gelassen. Ja, und dann nach etlichem Hin und Her kam er dann doch zu mir in die Wohnung und dann zog er auch seine Flasche raus und es wurde also offenbar, dass er im Moment in der Trinkphase ist, wobei ich ja noch nicht wusste damals, was das bedeuten kann. Bei ihm war das so, dass ihn Alkohol euphorisierte. Also er trank grundsätzlich aus der Flasche, die Flasche war groß, er nahm Riesenschlucke und steigerte sich. Also da war nichts von besoffen werden oder müde werden. Und dann zu vorgerückter Stunde guckte er meine Platten an. Und da fand er nur Biermann, Neuss, Brecht, Widerstandslieder, Kampflieder. Und er sagte, was ist denn mit deinen Platten los? Und da habe ich gesagt, ach, alles scheiß amerikanische Musik, höre ich nicht mehr. Und dann hatte er inzwischen eine einzige Platte, die hatte ich von meinem Bruder Paljeta geschenkt bekommen. Ja, ich kam vom ZBF nach Hause und war ein solcher Abwasch dann da. Und ich machte mich daran, abzuwaschen.
Da lief mir aber die Galle über und ich lief zu ihm. Er lag betrunken auf dem Bett und spielte Gitarre und habe ihn angebrüllt, angeschnauzt, so richtig doof. Und ich muss arbeiten, komme nach Hause müde und der trinkt ja Abwasch. Hättest du wenigstens den machen können, tust den ganzen Tag nichts, liegst im Bett rum und so. Mal Pause. Und ich ging also an meinen Abwasch und wusch, ich hatte mir eigentlich die Wut von der Leber gebrüllt. Und war willens, das nun zu beseitigen. Und es dauerte ungefähr so 15 Minuten. Da kam er reingeschossen, packte mich, zerrte mich ins Zimmer, warf mich aufs Bett, machte sich den Gürtel ab von der Hose und legte den um meinen Hals und fing an zuzuziehen. Und ich habe gedacht, mein letztes Stündlein ist gekommen. Und dann habe ich aber gedacht, so erbärmlich stirbst du nicht. Das kann doch nicht sein. Das kann nicht dein Tod sein. Mein Tod sieht anders aus. So sieht der nicht aus. Und wirklich so in der letzten Sekunde, wo ich schon dann aufgegeben hatte, gewehrt habe ich mich sowieso nicht großartig, da fiel er zurück und schlief ein. Und ich dachte mir eben, wenn du in die DDR gehst, da kommt er dir nicht nach. Dann irgendwann wird sie träumen, stellt er sich vor. Dann irgendwann wird sie träumen, dass sie doch noch entkommen ist. Ich habe ja gedacht, vielleicht steht er mal plötzlich vor der Tür. Dann hätte ich es erneut versucht. Das wäre vielleicht für ihn auch eventuell wirklich eine wirkliche Chance gewesen. Aber er ist nie gekommen. Und dann hat er sich eben mit 34 Jahren ist er am Alkohol gestorben. Das habe ich dann durch die Presse erfahren. Ja, von meinem Vater. Als ich ihn gefragt habe, was schätzt du an der DDR so, da sagte er, hier kann man freier atmen. Ich war bei meiner Oma in Westdeutschland als meine Mutter. Also ich wusste halt nichts davon. Und wollte sie besuchen fahren nach West-Berlin. Und bin mit meiner Oma im Zug gefahren und der Zug hat immer kurz vor Berlin gehalten. Also, und da ist meine Mutter in den Zug reingekommen, hat mich rausgeholt und das war's dann. Das hat gesagt, so, jetzt sind wir DDR-Bürger. Du hattest vorher nichts davon gewusst? Nee. Naja, ich war 9 Jahre. Ne? Also ich war vorher auf einer anthroposophischen Schule gewesen. Und dann war plötzlich Fahnenappell und Pioniergruß. Und natürlich haben mich die Leute schon immer gefragt, so, ist die irre? Aber, also ich hatte es ja nicht zu verantworten. Was hast du daraufhin gesagt, wenn die fragten, ist die irre? Das sagt man also nicht. Ich hatte mich auch verpflichtet und die Absicht erklärt, DDR-Staatsbürger zu werden, ohne Reisemöglichkeiten wie alle DDR-Bürger.
Und mit keinen Privilegien. Einfach so. Eigentlich, als ich sie kennenlernte im Kollegenkreis, da wurde dann so in vorgerückter Stunde erzählt, ja, das ist dieser bunte Vogel, der aus dem Westen da uns zugeflogen ist und soll früher mal großer Star gewesen sein. Und na, dann haben wir uns natürlich unterhalten und Marion hat mir dann ein bisschen erzählt, sehr zurückhaltend. Und ganz richtig kennengelernt haben wir uns, naja, so ein Vierteljahr später, wo wir mal in der Tatra waren, fing an zu regnen, war natürlich finster. Wir haben echt überlegt, ob wir uns dort hinhocken und in die Schlafsäcke einmummeln und die Nacht sitzend verbringen. Und Marion war eben absolut cool und hat das alles mitgemacht. Und am Schluss haben wir dann, ich hatte ja eine Taschenlampe mit, die war aber unten im Auto. Und Marion hatte immer eine Kerze dabei. Habe ich manchmal natürlich drüber gelächelt, aber diese Kerze hat uns praktisch den Heimweg beleuchtet, indem wir also immer die Steine beleuchtet haben. Und naja, sind wir dann irgendwann Mitternacht sind wir unten wieder angekommen. Marion wird Cutterin im DDR-Fernsehen. Sie heiratet Freimut Patzner, einen Abteilungsleiter im Ministerium für Glas und Keramik. 1981 wird ein Haus gekauft, in Sommerfeld bei Berlin. Und da habe ich das ganze Fachwerkhaus mit großen, bunten Buchstaben, also ein bisschen wie Graffiti, bemalt. Oben am Giebel zur Dorfstraße raus stand ganz groß Pablo Neruda Bueno. Und dann an die Ecke rechts habe ich rangeschrieben, Everybody got something to hide, except me and my monkey. Also diesen Beatles-Titel, der ja heißt, jeder hat was zu verstecken, außer mir und mein Affe. Und da habe ich noch furchtbar Ärger mit der Gemeinde bekommen, weil die Englisch eben nicht verstanden und meinten, ich hätte da was gegen den Staat hingeschrieben. Everybody's got something to hide. Ich lernte den Freundeskreis so kennen, dass Christel Rudolf mir sagte, also Marion, morgen treffen wir uns und da haben wir ein Fest und da musst du unbedingt kommen. Die einzige Bedingung ist, du musst auch was Künstlerisches vortragen. Und da fiel mir ein, dass ich vor ein paar Jahren regelmäßig eine China-Gymnastik gemacht habe. Diese Mao Zedong-Gymnastik, 4-Minuten-Gymnastik. Platte habe ich heute noch. Und da habe ich dann eben die Platte aufgelegt und dann ging das los. Ching, chong, 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 ching. Great leader Chairman Mao teaches us. Ja, das war ein großes Zieten, da hatten wir einen großen Ballsaal und es waren, wie gesagt, ungefähr 50 Menschen, alle sehr aufgeschlossen und querbeet. Und dann haben sie mich auf den Tisch gestellt und ich habe die Platte aufgelegt und habe gesagt, alle auf die Tanzfläche und alle mitmachen. Und dann haben wir diese China Mao Zedong-Gymnastik gemacht. Und es war ein voller Erfolg. Also ab dem Moment war ich integriert im Freundeskreis. Ich war in einer ganz übermütigen Stimmung, von der ich mir nicht erklären konnte, woher sie kommt. Ich habe sie aber sehr genossen. 1000 Ideen im Kopf und Lust an allem. Lust, aktiv zu sein, vor allen Dingen zu kommunizieren. Und um diese Lust noch zu steigern, trank ich dann Alkohol. Es äußerte sich also, dass sie sehr hektisch war, betriebsam, ohne Pause, versuchte, Möbel umzustellen, Bilder umzugruppieren, auch auf ihre Arbeit praktisch immer wieder über das hinaus, was ihre eigentlichen Tätigkeiten waren, zu tun und damit natürlich
auch den Kollegen dort auf die Nerven zu fallen. Das wurde immer schlimmer. Also jedenfalls, wir fuhren ins Krankenhaus und ich beschimpfte ihn die ganze Zeit. Mächtig. Und nämlich gesagt, also Marcel, ich würde das nie tun. Marcel habe ich nie ins Krankenhaus gefahren. Und du bringst mich ins Krankenhaus und weißt du, was das bedeutet. Und du bist unten durch für mich und du bist überhaupt ein Spießer. Und Marlen natürlich zur Freude der dort versammelten Patienten hat auf Englisch den Hamlet-Monolog rezitiert. Bis wir dann endlich dran kamen, die Ärztin hat nun Marion erstmal alleine sich zu sich gebeten, um sich mit ihr um zu wissen oder zu merken, was ist Sache. Und nach einer halben Stunde kam sie dann raus, Herr Patzner. Ich hatte den Eindruck, sie strahlte aus, als hätte sie jetzt das Ei des Kolumbus gefunden. Und sie sagte, Herr Patzner, Ihre Frau bildet sich ein, sie sei Marion Michael. Und sie sagte noch, ich kenne Marion Michael, denn in der DDR war ja der Name Marion Michael kein Begriff. Und ich war da ziemlich geschockt und na, musste ihr natürlich sagen, nee, das ist sie nun wirklich. Um 10 Uhr war Schluss, da musste man aufhören zu rauchen, musste ins Bett. Und da kam die Krankenschwester rein und sagte, Schluss, aus, raus! Also in einem Ton wie eine Megiere. Wirklich entsetzlich. Und da habe ich gesagt, können Sie das nicht bitte in einem anderen Ton sagen? Und wir haben uns, also wir haben weitergemacht. Und dann kamen die wieder rein, wieder mit diesem Ton. Und da habe ich sie so am Schlawittchen genommen und habe gesagt, bitte einen anderen Ton. Sie haben Patienten hier. Was sind Sie für eine Krankenschwester? Und dann nahm der so eine große Spritze. Ich dachte, das überstehst du nicht. Was machst du? Ich kann es dir nicht geben lassen. Geht nicht. Aha, du spielst Ohnmacht. Bin also umgefallen. Und nun dieser fantastische Oberarzt und Psychologe, in Anführungsstrichen, der machte also, aufstehen, aufstehen. Sie sind doch gar nicht ohnmächtig. Können Sie mir nicht vormachen. Vollkommen idiotisch, ja? Und ich dachte eben bei mir so vollkommen idiotisch und spielte das weiter, die Ohnmacht. Und dann haben sie es auch irgendwann begriffen und haben mir die Spritze gegeben. Und dann bin ich aufgesprungen und habe gesagt, bin ich nicht eine gute Schauspielerin? Ja, aber dann ging es los durch die Spritze. Zustände, die wünsche ich keinem Menschen. Du weißt nicht mehr, wo oben und unten oder wo vorne oder wo hinten ist, ob du Männlein oder Weiblein bist. Ich habe mich nachher unters Bett verkrochen, um mich einigermaßen sicher zu fühlen. Ja, hier habe ich versucht, meine beiden Zustände darzustellen. Also einmal das ganz offene und lebensbejahende und einmal das Verweinte. Meine Vorstellung war beim Beginn eine Frau mit Torso. Und hier ist eben das Geschöpf mit den großen Schuhen und unheimlich voller Power. Also das ist so ein Geschöpf, der Ekstase und der Euphorie und des Manischen. Ja, und ich finde, dieses Gesicht ähnelt dem Freimuth sehr. Ich glaube, ich habe auch an ihn gedacht, als ich das gemalt habe. Aber das Mäuschen ist eben auch da. Ich hieß ja immer Mäuschen. Und es kommt heute noch von vielen ganz spontan Mäuschen. Naja, ich bin dann
mit 17 abgehauen, ne? Also nach Jugoslawien und von Jugoslawien und nach Berlin. Zur Währungsunion. Da wurde dieses Fest gefeiert und es sollte die DDR beerdigt werden. Und es war eben der größte Teil unseres Freundeskreises dabei. Ja, und ich hatte die Idee oder den Einfall, als Liane alt geworden, als alte Liane dort zu erscheinen. Und habe mir so ein fleischfarbenes Trikot angezogen, dann so ein Geklunker vorne und hinten. Ja, sonst haben wir da nur kräftig getanzt, kräftig einen getrunken und kräftig gelacht. Auslaufen, damit es da keinen Rand gibt. Also ich muss dir sagen, mich erinnert das, was du machst, sehr an früher. Ja. Du hast dich, glaube ich, auch nicht viel geändert. Das ist eine schöne Erinnerung. Ja, ja. 1996 dreht Horst Königstein für den Norddeutschen Rundfunk den Musikfilm Liane nach Motiven aus dem Leben von Marion Michael. Marion arbeitet mit an diesem Film. Übernimmt eine kleine Rolle. Sie ist die Sekretärin eines mächtigen Filmproduzenten. Stunde. Das Mädchen Liane und ihre Geschichte in einem Fernsehmusical. Gleich nach den Nachrichten um 5 Uhr.